Hallöchen und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge Pollen. Und ihr seht selber, wir sind jetzt ja in dem Tunnel und es sieht hier alles sehr mysteriös aus. Wir haben ja diesen Fahrstuhlschacht nach unten freigemacht und konnten dann gucken. Wir hören hier auch seltsame Geräusche. Und ja, ich habe euch ja letztes Mal hier abgeschaltet, also ich habe hier beendet erstmal. Und ich gucke jetzt weiter mit euch. Okay, bisher sehe ich noch nichts Berollendes, außer Gänge und Rohre. Ich bin sehr gespannt, was... Okay, letztes Mal hat sie gesagt, ich habe so lange gewartet. So lange. Okay, wir kriegen hier Nachrichten. Was haben wir denn hier? Ist irgendwas besonders? Hier ist irgendwas eingestürzt, so wie es aussieht. Ja. Klebeband. Rama? Achso, deswegen Rama an der Wand. Rama, 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 Rama. Okay, Leute. So langsam wird es unheimlich. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ich bin schon sehr gespannt, was jetzt hier passiert. Das Spiel wird ja wohl noch nicht zu Ende sein. So, hier haben sie eine Schleuse eingebaut. Also haben sich eine... Oh, verbracht, ich stoße mir die Ummel. Zusammen werden wir das schaffen. Okay. Da ist nichts. Da geht es bloß rein. Wow. Alter Falter, was ist das denn? Okay. Was haben die hier gefunden? Das sieht aus wie ein Riesenkristall. Das... Oh, okay. Kann mal einer bitte einen Exorzisten rufen? Hier bewegt sich alles. Okay, der Helm leuchtet. Was ist das? Es wird angestrahlt von Licht, unserem Licht. Die Sachen schweben alle. Ich glaube, Damien ist hier. Okay, hier steht jemand. Ohne Blümchen. Die Geräusche? Wow. Was ist jetzt los? Okay. Wir werden angezogen von diesem Kristall, von diesem Stein, aber es sieht nicht nach einem Stein aus. Es ist einfach zu... Aha. Wir nehmen mit, was wir gesammelt haben. Okay, wer bist du? Komm näher zu mir. Ich sehe jetzt nur noch alles weiß, wie ihr auch. Drehe meinen Kopf, hier passiert nichts. Okay. Jetzt sag mir nicht das Spiel zu Ende. Okay, doch nicht. Jetzt kommt. Wow. Hier ist einer auf LSD, Leute. Ich bin scheinbar in diesem Würfel drin. Ich komm. Oder er hat gerade eine gute Tablette LSD eingeworfen. Wow. Okay. Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Mädel, ich hab dir gesagt, lass die Finger von den Partydrogen. Ich will hier raus. Okay. Was passiert jetzt? Komme ich jetzt raus? Oh, wohin schickt der mich? Ja. Leute, da seht ihr das. Lasst die Finger von den Drogen. Auch wenn es schrill aussieht. Ich weiß nicht, was die Alte sich eingeworfen hat. Aber sie geht auf jeden Fall raus. Es wird immer schneller. Oh, ich jetzt überlege, das mit Virtuality, dann will ich echt kotzen, ey. Aber was ist das? Wir sind doch im Würfel drin.
Jetzt würde ich lachen. Schnips und das kommt der Abspann. Ah, nee, da ist was. Was war das? Was zum Spielen? Was zum Naschen? Mit Spannung ein Ü-Ei? Nein. Okay. Wo sind wir jetzt? In der Höhle? Es hat auf jeden Fall alles. Sieht aus wie ein Bauwerk. Also die Drohung, die sie genommen hat, die will ich auch haben, oder? Also die soll lieber die Venia nehmen oder so und die Hälfte davon abgeben. Wie lange geht es jetzt? Bis der Abspann kommt, oder? Aber mal ehrlich, Leute. Wer kommt auf so einen Einfall, sowas da reinzubauen? Vor allem so lange. Okay, jetzt wird er hell. Sind wir jetzt irgendwo anders hin teleportiert worden? Ist das wie so ein Wurmloch? Oh, das sieht aus wie Sterne. Oh, da ist Licht. Licht am Ende des Tunnels. Bin ich tot? Los, ich nehme noch Wetten an. Sind wir tot oder was passiert hier? Jetzt kommt der Abschluss vom LSD. Gleich reihen wir eine Runde. Oh. Stelle ich mir mit der VR-Brille echt nervig vor, wisst ihr das? Am Anfang ziemlich cool, aber auf die Dauer kriegst du Augenkrebs. Mein Gott, das muss doch mal vorbei sein. Jetzt kommt ein Abspann. Continue in Pollen 2. Ich bin fertig, ich will raus. Wow, das sieht cool aus. Okay. Okay, die Erde. What's that? Okay. Da sitze ich nun, oder was? So, und was soll das jetzt bedeuten? Es geht auf zur Erde, oder was? Invasion der Außerirdischen? Oh nee, geht weiter. Nee, oder? The End. Oh, da halte ich den ganzen LSD-Trip aus. Sehe da Hieroglyphenbilder und was auch immer, was ja ziemlich geil war am Anfang und am Ende auch noch ein bisschen besser wurde, aber so lang. Und wir sind dann kurz vor der Erde. Man sieht die Erde, als ob wir anpeilen die Erde. Technische Leitung sehen wir hier. Und als ob das zurück auf die Erde geht. Aber womit? Wir haben nichts erfahren. Das Spiel ist so recht nice gewesen. Ich ärgere mich, dass ich so lange gebraucht habe für das kurze Spiel. Mehr kann ich dazu im Moment gar nicht sagen. Muss ich erstmal sacken lassen. Ich finde es teilweise echt. Ja, es hatte coole Ansätze. Die Spannung hat überhaupt gefehlt. So Schockelemente. Das Ende vermute ich mal nur so. Wir sind nach Hause teleportiert worden. Aber wo waren die anderen? Die hat ja gesagt, jetzt können wir endlich los. Ja, haut mir doch mal eure Denkweise zum Spiel rein, was ihr da denkt. Sind die Außerirdischen zur Erde und mit uns? Oder weil ja alles voller Pollen war? Ich vermute mal, dass die Erde einnehmen. Ah, Krieg. Nein, ich weiß es nicht. Echt nicht. Bin in sowas immer ganz schlecht. Ansonsten, ich hoffe, das hat euch trotzdem gefallen und ich lasse erstmal das Spiel sanken. Ich hau dann später, glaube ich, nochmal einen ordentlichen Kommentar zu raus. Ja, ich danke euch jedenfalls fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr lasst mir trotzdem ein Abo da oder haut einen Daumen rein. Schreibt mir eure Kommentare unter, wie ihr das am Ende seht. Würde mich eigentlich echt interessieren. Vielleicht hat jeder eine andere Denkweise.
Ansonsten sage ich somit Schöbedö, das war Pollen mit dem Berliner. Und ich danke euch fürs Zuschauen und eure Unterstützung. Bis dann, Leute. Tschö mit Ö, euer Berliner.